die Sonne unter und die Lichter blenden auf. Bald glühen tausend Sterne und mein Herz freut sich darauf. Denn ich liebe den schimmernden Glanz der Nacht. Wenn abends in der Weltstadt tausend Lichtreklamen glühen und wenn in allen Bars für uns die Lichtfontänen sprühen, naht die Stunde für mich, die mich glücklich macht. Schon am Tag hat sich mein Herz gesehen, dass wir die Nacht heut das Leben verschönt. Komm, Zauber der Nacht, hülle uns ein, dass niemand uns sieht. Komm, Zauber der Nacht, denn die Welt braucht nicht zu wissen von des Liebsten heißen Küssen, von der Blut, mit der die Liebe selig uns macht. Komm, Zauber der Nacht, hülle uns ein in zärtlichen Traum. Liebste Jeanette, ich verstehe nicht, was Sie wollen. Es ging doch alles ganz ausgezeichnet. So helfen Sie mir doch, unsere Diva zu überzeugen, dass sie alles genauso gebracht hat, wie Sie es sich in Ihren Wunschträumen ausgemalt haben. Wenn ich mir als Autor ein aufrichtiges Wort erlauben darf, Herr Regisseur, so muss ich Ihnen sagen, dass von all meinen Wunschträumen nichts, aber nicht so viel in Erfüllung gegangen ist. Ich bin entzückt, meint er natürlich. Entzückt? Was habe ich Ihnen gesagt, Jeanette? Er ist entzückt. Also darf ich bitten, meine Herrschaften, gehen wir weiter. Oh,
wunderbar. Großartig. David, schnell, gib die Karte her, der zweite Akt muss gleich anfangen. Moment, du hast ja noch Zeit. Ich möchte dir einen Vorschlag machen. Nee, du, deine Vorschläge kenne ich. Die laufen doch bloß immer drauf raus, mich reinzulegen. Reinlegen? Ich dich? Das sei ferne von mir. Ich weigere mich aber, deine Vorschläge mit anzuhören. Gib die Karte her. Augenblick. Die Operette hat drei Akte. Stehen jedem von uns anderthalb zu. Einen habe ich bereits gesehen, steht mir noch ein halber zu und den sehe ich mir jetzt an. Kommt überhaupt nicht in Frage. Die Abmachung lautet einen Akt, du einen Akt. Ich um den dritten Akt wird geknobelt. Also gut, dann knobeln wir gleich. Aber wenn ich gewinne, tausche ich den dritten gegen meinen zweiten um. Und bleibst gleich im dritten auch noch sitzen, ja. Keine schlechte Idee. Und ich habe 6 Stunden angestanden, um die letzte Karte zu erwischen, die überhaupt noch zu haben war. Ja, aber dafür unterziehe ich mich der Mühe, die Operette 3 Stunden hindurch anzusehen. Ich bin immer für gerechte Arbeitsteilung. Gib die Karte her. Bitte, wie du willst. Obwohl es nicht klug von einem mittelmäßigen Textdichter ist, einen hochbegabten Komponisten zu verärgern. Und damit komme ich überhaupt zu dem springenden Punkt, den Komponisten zu sprechen, für den es viel wichtiger ist, als für den Textdichter, die Vera Baden singen zu hören. Die ja immerhin in unserer Operette die Hauptrolle übernehmen soll, um damit unserem Dasein einige neue Wendungen zu geben. Oder willst du vielleicht bis an dein Lebensende in einer Tanzbar Musik machen? Bist du jetzt fertig? Ja. Dann gib auf der Stelle die Karte her. Gut, wie du willst. Ja, bestehst. Was mir ja noch nicht denken kann, denn bis jetzt ist es mir ja immer noch gelungen, dich gegebenenfalls zu meiner Ansicht zu bekehren. Aber diesmal gelingt es dir nicht. Schluss! Warum bist du nicht meine Mutti? Weil ich nicht deinen Vati geheiratet habe. Muss man einen Vati heiraten, wenn man Mutti sein will? Nicht unbedingt, aber im Allgemeinen ist das besser. Wenn ich mal groß bin, möchte ich Mutti sein, aber keinen Vati heiraten. Ach. Vati schimpfen immer. Das möchte ich auch. Na, dann tu es doch, du bist doch groß. Ja, wenn das nur so einfach wäre. Warum ist es denn nicht so einfach? Weil doch noch ein Vater dazugehört. Ganz gleich, ob man ihn heiratet oder nicht. Hast du keinen? Na, dann such dir doch einen, es kommen doch so viele Vaters in deine Garderobe. Das sind keine Vati-Sternchen. Das sind Männer. Hallo. Ah, die unzertrennlich. Hallo. Tag, Vera. Wie geht's dir? Dankeschön. Wie geht's? Was macht die Kunst? Na, mit dem Erfolg heute Abend zufrieden, Sternchen? Ach, meine Rolle ist ja so klein. Aber Sternchen, Geduld. Wir haben alle mal klein angefangen. Und dabei hatten wir den Nachteil, dass wir noch größer waren, als wir klein anfingen. Und deshalb wenige Zeit hatten, größer werden als du. Es geht nichts über die Fähigkeit, etwas klar zu formulieren. Ja, aber mach dir nichts daraus, Vera. Er ist nun mal Jurist. Ich bekomme den ganzen Tag zu hören, dass ich mich nicht präzise ausdrücken kann. Aber liebe Jenny, das behaupten die Herren der Schöpfung immer von uns, wenn sie im Unrecht sind. Ich bin zu höflich, um den Kronen der Schöpfung zu widersprechen. Komm, Sternchen, gehen wir zu deiner Mutti. Sternchen, er ist doch schon verheiratet. Liebe Vera, wir kommen nur vorbei, um dich ins Majestic einzuladen. Kannst du? Ja, natürlich, ich komme gern. Und allein? Ja, natürlich, allein. Gar so natürlich ist das nicht. Zu einer schönen Frau gehört eigentlich ein passender Mann. Rolf, an dir ist ein Heiratsvermittler verloren gegangen. Aber ganz so Unrecht hat er nicht, Vera. Vielen Dank für eure gute Absicht. Aber ich denke ja gar nicht daran zu heiraten. Nach meinen bisherigen Erfahrungen, ich habe immerhin welche zu verzeichnen, gibt es für eine Frau wie mich keinen Mann, der wirklich zu mir passt. Deshalb möchte ich alleine bleiben. Aber Vera, eine Frau ist überhaupt erst eine richtige Frau, wenn sie einen netten Mann und ein hübsches Kind hat. Rolf, das hast du reizend gesagt. Ein Kind. Ein Kind möchte ich gerne haben. Aber deshalb soll ich einen Mann heiraten, der eine staunende Mitwelt damit imponieren will, dass er einen Star geheiratet hat? Oder einen, der durch mich Karriere machen will? Oder einen, der seine unausstehliche, Unwiderstehlichkeit an mir ausprobieren will? Nein, danke. Das ist doch überspannt. Das ist mein voller Ernst. Aber was denn, Vera? Du würdest wirklich einen x-beliebigen Mann heiraten, um dich nach der Geburt des ersten Kindes von ihm scheiden zu lassen? Ja, das würde ich tun. Das glaubst du doch selbst nicht, Rolf. Wieso? Wenn die Männer in mir immer nur ein Mittel für ihre egoistischen Zwecke sehen, sehe ich nicht ein, warum ich nicht Gleiches mit Gleichem vergelten soll. Ich gebe ja zu, dass die Männer, die sich um eine schöne Frau der Bühne drängen, nicht gerade die geeignetsten für eine glückliche Ehe sein mögen. Aber warum sollte sich nicht einer finden, der dich so liebt, wie du bist, um deiner selbst willen? Ja, du, der verlangt dann aber von ihr, dass sie von der Bühne abgeht. Genau wie du, mein lieber Rolf. Bitte, das war dein freier Entschluss. Och. Vera soll ruhig an der Bühne bleiben. Aber sie müsste eben einen Mann haben, der zu Hause für sie da ist und für sie sorgt. Und so ein Mann ist eben kein Mann. Nein, ihr könnt sagen, was ihr wollt, Kinder. Ich habe schon recht mit meiner Einstellung. Heiraten, ein Kind und bin ich ihn wieder los. Rolf, ich habe den Eindruck, dass du mit deinem Plädoyer für die Ehe restlos gescheitert bist. Guten Morgen, bitte schön. Oh, Irene, wie geht's denn? Gut? Ja, Rose, lange nicht gesehen. Lissi, wie geht's der Mama? Wieder besser? Ja, das ist schön. Ja, Mama, hübsch. Sehr hübsch.
Ich möchte wissen, wie vielen du das heute schon gesagt hast. Keiner, du bist die Erste. Aber bestimmt nicht die Letzte. Na, das möchte ich natürlich nicht in Abrede stellen. Na, siehst du? Ja, ein aufrechter junger Mann muss immer hübsch bei der Wahrheit bleiben. Beherzigenswerter Grundsatz. Sag mal, was machst du denn heute Abend? Warum? Willst du mit mir ausgehen? Na, ich wüsste nicht, was ich lieber täte, aber leider habe ich eine wichtige und dringende geschäftliche Verabredung. Schade. Wie war das doch gleich mit dem aufrechten jungen Mann? Merkwürdig. Rein? Guten Abend, Allerschönste. Vorsicht, Werner. Allerschönste ist ein großes Wort. Ich würde mich nicht so leichtsinnig festlegen. Vielleicht kommt doch noch eine schönere. Ich habe das unangenehme Gefühl, dass Sie meiner Beständigkeit misstrauen. Und ich habe das unangenehme Gefühl, dass Ihre Unbeständigkeit das einzig Beständige an Ihnen ist. Ach, Vera, Sie sind so furchtbar klug. Sie machen es uns armen Männern entsetzlich schwer. Machen es Ihnen denn die anderen Damen so viel leicht? Erheblich, Allerschönste, erheblich. Ist das ein Vorzug? Oh nein, im Gegenteil. Schwierigkeiten sind dazu da, um überwunden zu werden. Und Sie sehen in mir einen Mann, der diesbezüglich zum Äußersten entschlossen ist. Ich wollte Sie bitten, den Abend mit mir zu verbringen. Pech. Ich bin schon verabredet. Was wäre eine Verabredung ohne die Möglichkeit, sie abzusagen? Aber liebe Werner, Sie unterschätzen meine Beständigkeit. Oh, nein, im Gegenteil. Ich hatte genügend Gelegenheit, Ihre Beständigkeit kennenzulernen. Darum handelt es sich aber gar nicht. Ich als Ihr Freund und vor allen Dingen als Theaterverleger habe die Verpflichtung, eine neue Operette für Sie zu finden, bevor die alte abgesetzt wird. Und darüber wollte ich mit Ihnen reden. Wo und wann kann das heute Abend geschehen? Gar nicht, liebe Werner. Ich bin schon verabredet mit Ron von Jane in the Majestic Ball. Und jetzt habe ich Auftritt. Was dein ungemein individuelles Zeitgefühl, Schatz. Die Operette ist um 11:15 zu Ende. Von den Leuten ist, sich im letzten Augenblick sitzen zu lassen. So, und wenn ich die anderen hätte sitzen lassen, um den Abend mit dir zu verbringen? Warum lachst du eigentlich immer? Weil das Schicksal deine Wahrheitsliebe immer so plastisch unterstreicht. Wieso Schicksal? Ich sehe da nur einen tölpelhaften jungen Mann. Hey, Sie, ich würde mir mein überschüssiges Temperament für andere Gelegenheiten aufheben. Mein Temperament hat Ihnen zu einer Umarmung verholfen, mein Herr. Aber Undank ist ja bekanntlich der Welt Lohn. Ich pflege den Zeitpunkt meiner Umarmungen gerne selbst zu bestimmen. Ja, den Eindruck habe ich allerdings auch. Wenn Sie schon mit Ihrem überschüssigen Temperament irgendwo anecken, könnten Sie sich doch wenigstens entschuldigen. Sie haben mir bis jetzt ja keine Gelegenheit dazu gegeben. Bitte. Habe ich Ihnen schon die Karte von meiner Versicherung überreicht? Nein. Na, dann entschuldigen Sie bitte. Lausig, Junge. Aber nett, der ist dir gewachsen. Bleibst du denn? Du, ich bin dir ja so dankbar, dass du so großzügig warst, mir zuliebe auf deinen Anteil an der Vorstellung zu verzichten. Verzichten? Ich bin verzichtet worden. Keine falsche Bescheidenheit. Diesen Freundschaftsdienst werde ich dir nie vergessen. Die 6 Stunden, die du wegen der Karte angestanden hast, sind ein Dreck gegen den Genuss, den ich heute Abend gehabt habe. Du, die Vera ist großartig. Sagtest du Vera? Ja, ich habe dir noch gar nicht gesagt, dass ich sie kennengelernt habe. Seit Monaten bemühe ich mich, sie kennenzulernen und heute hilft mir der Zufall. Also stell dir vor, ich fahre ahnungslos die Straße runter und strecke an der Eckdings da
Na, du weißt schon, die Hand raus, um abzuwinken. Und was glaubst du, was ich dabei fühle? Und sag bloß noch, Vera. Erraten. Ihre Hand. Moment mal, wessen Hand? Na, Veras Hand, natürlich. Ist doch gar nicht so natürlich. Wieso denn? Wie kam die denn dahin? Vermittels eines Cabriolets, aus dessen Fenster sie streckt. Aha, eigens, um die Deine zu drücken. Nee, aber um abzuwinken. Wem? Dir? Trottel. Sie verband das Angenehme mit dem Nützlichen und winkte mir zu. Dann sah sie mich an, lächelte und... Bist du schon jemals von Vera Waden angelächelt worden? Nö. Nee, kein Wunder, wenn man dich so sieht. Na, nachdem dir dieses Wunder widerfuhr, was geschah dann? Dann fuhr sie weiter. Aber einen Handschuh, ihr allmächtigen Götter, da ich erwache, halte ich in der Hand. Prinz von Homburg. Dein Glück. Ich fuhr sofort mit 120 Sachen hinterher. Schön, sei mir nicht kleinlich, sagen wir 80, aber mein Temperament, Veras Anziehungskraft, Muckis schlechte Bremsen, das konnte nicht gut gehen. Doch, hör doch her, wenn ich dir etwas sage. Also, das Cabriolet ist hin, aber Gottlob, Vera ist nichts geschehen. Mein Freund, sagte sie. Ich vermute, dass sie dabei lächelte. Woher weißt du? Soll ich dir die Geschichte zu Ende erzählen? Bitte. Mein Freund, sagte sie tiefgerührt, Sie haben mir das Leben gerettet. Ich werde Ihnen ewig dankbar sein. Und dann küsste sie den hochbegabten jungen Komponisten auf den Mund. So? Und dann brachtest du sie nach Hause. So ist es. Und da drüben sitzt Veras Astraler. So ist es. Ja. Na, hab ich dir so viel gesagt? Ist sie nicht bezaubert? Ja, wunderbar. Ach, wenn ich doch auch mal wieder so auf der Bühne stehen könnte. Das alte Thema. Liebendes Weib opfert Karriere für ihren Mann, der selbstverständlich die Größe des Opfers nicht zu würdigen weiß. Du, das weißt du auch nicht. Ich möchte mal sehen, was du dazu sagen würdest, wenn ich plötzlich von dir verlangen würde, dass du mir zuliebe deinen Anwaltsberuf an den Nagel hängen müsstest. Aber das ist doch ganz etwas anderes. Also Vera, heirate bloß nicht. Heirate doch. Weißt du was, Wolf? Du solltest umsatteln und eine Ehevermittlung eröffnen. Du sagst ja gar nichts. Wir sind doch wieder beim Thema unseres streitbaren Gesprächs. Du, Vera, wo ist denn der zweite Handschuh? Hast du ihn verloren? Nein. Das heißt, scheinbar ja. Komm, Vera, jetzt tanzen wir. Du hast heute Abend so gegensätzliche Stimmungen. Dagegen ist Tanz ein ausgezeichnetes Mittel. Habt ihr keinen Platz für zwei Heimatlose? Hallo, natürlich. Ja, Jenny. Wie wär's denn mit Werner? Da sehe ich keine großen Schwierigkeiten. Er ist von Natur aus unbeständig. Er wird mir schon heute zum zweiten Mal angetragen. Aber das würde ich Margret nicht an. Klavierspieler. Ist er dir heute auch schon angetragen worden? Nein, das nicht. Aber ich sehe ihn während des heutigen Abends schon zum zweiten Mal. Mit Vergnügen? Ein frecher Kerl. Also immerhin mit Interesse. Er sieht gut aus. Mhm. Sollte er der gewünschte sein? Vielleicht. Aber soll man ihm das wünschen? Na, erlaube mal. Der scheint mir eigentlich zu schade für einen Versuchskaninchen. Gib den Handschuh. Denke gar nicht daran. Man kann gut sehen. Welch reizender Zufall, dass der Vera hier getroffen hat. Schuft. Wieso? Ach, nur weil du deine wichtige geschäftliche Verabredung nun doch noch zustande gebracht hast. Also Margit, ich schwöre dir, dass ich keine Ahnung hatte, dass wir Vera hier treffen würden. Merkwürdig. Was gedenkst du nun zu tun? Das siehst du ja, ich komponiere. Kümmere du dich lieber um einen neuen Text für die Vorstrophe. Nein, ich meine, was du in der Angelegenheit Vera Waden zu tun gedenkst. Gar nichts. Seit 6 Monaten zerbrechen wir uns jetzt den Kopf, wie wir an diese Frau herankommen könnten, um sie für unsere Operette zu interessieren. Und jetzt, wo wir die Möglichkeit haben, fehlt dir ganz gegen deine sonstige Veranlagung jede Initiative. Lass mich zufrieden, dichte lieber. Zieh dich aus. Das könnte dir so passen. Nein, nein, du text. Du, guck mal, da. Wo? Da. Schöne Frau, leg ab dein Kleid. Schöne Frau, leg ab dein Kleid. Und sei heute Abend mein Modell. Möchte dich gern malen, wie dich Gott erschuf.
Junger Mann, ich bin nicht prüd. Ich sag nicht erst eventuell. Vera Waden. Tja, weißt du, der Gedanke ist mir zuwider, einer von den vielen zu sein, die sich kaum, dass sie eine solche Frau kennengelernt haben, an sie heranmachen, um durch sie etwas zu erreichen. Ach, auf einmal. Darauf beruhte doch unsere ganze Hoffnung. Beruhte. Aber jetzt nicht mehr. So, worauf beruht sie heute, wenn ich fragen darf? Einzig und allein auf unserem Können. Och, mit bloßem Können lockt ein unbekannter Künstler keinen Hund hinter dem Ofen hervor. Also wie dem auch sei, ich weigere mich ganz entschieden, meine Bekanntschaft mit Vera Waden für deine selbstsüchtigen Zwecke auszunützen. Meine selbstsüchtigen Zwecke? Gut, wie du willst. Musik. Wir suchen händeringend eine neue Operette, doch die jungen Talente sind leider rar. Ja, was ich sagen wollte, die gnädige Frau wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den gestern beim Abwinken verloren gegangenen Handschuh freundlichst vorbeibringen würden. Wie? Nein, nein, nicht schicken. Ein selbstnämlicher Hund. Bringen, ja. Wie? Wann? Wenn es Ihnen recht ist, gleich. Andreas, hör zu! Die Waden hat mich eben angerufen. Ich soll sofort zu ihr kommen. Na und? Menschenskind, sie will mich wiedersehen. Unbegreiflich. Frechheit, wo ist der Handschuh? Hier. Na und? Na und. Außerdem sucht sie händeringend eine neue Operette. Schade. Wieso? Sehr schade, dass ihr nicht unsere anbieten kannst. Warum nicht? Das ist unmöglich. Ich habe mir das überlegt. Du hattest vorher vollkommen recht. Man darf nicht zu den vielen gehören, die sich an eine solche Frau heranmachen, um sie für ihre selbstsüchtigen Zwecke auszunutzen. Das geht nicht. Mein Gott, ich habe doch nur gedacht, dass mir vielleicht unaufdringlich verpassende Gelegenheit... Ausgeschlossen, es kommt überhaupt nicht in Frage. Wahres Können setzt sich allein durch. So, meinst du, ich soll lieber nicht hingehen? Ach doch, das würde ich machen, auf alle Fälle. Ja, du kannst doch die Frau nicht so vor den Kopf stoßen. Ich bin nur absolut dagegen, private und berufliche Dinge miteinander zu verquicken. Also doch, es freut mich, dass es mir wieder einmal, mach mir doch das mal ja, so gelungen doch, ist, dich zu meiner Ansicht zu bekehren. So. Doch, danke. Handschuh. Halt! Was ist? Hier, ist der neue Text. Ja. Bernd, wollen Sie mich bitte melden? Ja, ich weiß nicht, ob die gnädige Frau zu sprechen... Ich werde ja erwartet. Hallo? Da bin ich. Das sehe ich. Ich habe mich beeilt. Rascher ging es nicht. Das finde ich auch. Den Dank, Dame, begehre ich nicht. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich habe nicht geahnt, dass Sie den Handschuh so schnell vermissen würden. Mit einem kann man schwer etwas anfangen. Ja, natürlich. Handschuhe sind da wie Menschen. Es gehören immer zwei zusammen, wie so ein Paar vollkommen ist. Albern, ich weiß. Aber Menschen sind nicht wie Handschuhe. Wir werden leider nicht paarweise angefertigt. Kann sein, dass Menschenpaare deshalb so selten vollkommen sind. Eben. Man trifft sehr oft zwei Linke und zwei Rechte. Man kann eben bei der Wahl nicht sorgfältig genug zu Werke gehen, damit nicht der Linke der Rechte und doch der Rechte ist. Ist es der Rechte, den Sie vermissen? Das muss ich erst feststellen. Bitte. Ja, es ist tatsächlich der Rechte, Handschuh. Muss ich jetzt gehen? Wenn sich nicht noch ein triftiger Grund zum Bleiben findet. Na, dann setzen wir uns. Um triftige Gründe bin ich nie verlegen. Den Eindruck habe ich auch. Wieso? Na, sonst wären Sie doch nicht hier. Aber Sie haben mich doch angerufen. Ich? Durch wen?
Ja, durch Ihren Sekretär, vorhin, als Sie probierten. Ich habe weder probiert, noch habe ich einen Sekretär. Verzeihung. Hallo? Wen wollen Sie sprechen? Herrn Bernd. Das ist wohl ein Irrtum. Verzeihen Sie, das bin ich. Ach so. Entschuldigen Sie, bitte. Ja? Ich wollte nur feststellen, ob man dich schon rausgeworfen hat. Du Schurke. Aber Herr Bernd, Sie können doch unmöglich ohne Abschied weggehen, nachdem Sie mich so reizend unterhalten haben. Bitte vielmals um Entschuldigung, gnädige Frau, aber ein Freund von mir hat sich einen schlechten Scherz mit mir erlaubt. Aber das ist doch kein triftiger Grund, um wortlos davonzugehen. Ich bin derartig erschlagen über so viel Frechheit, dass mir im Moment wirklich kein Grund zum Bleiben einfällt. Vielleicht genügt es, wenn ich Sie als Hausfrau dazu auffordere. Dann allerdings. Na, sehen Sie. Danke. Diesmal ist aber bestimmt nicht für mich. Ja, bitte? Der Musikverlag Hansen wünscht den Komponisten Bernd wegen seiner neuen Operette zu sprechen. Sag. Na, wie habe ich das gemacht? Fein und dezent, was? Du verdammter Hund, ich zerbreche dir alle Knochen im Leibe, wenn du jetzt... Bitte dich doch nicht, doch, Herr Bernd. Auf diese Art dürfen Sie Ihren Verleger grundsätzlich verärgern. Bitte nochmals um Entschuldigung, gnädige Frau, aber ich halte das nicht aus. Ich breche zusammen. Ich bin nach Hause. Das würde ich nicht tun. Vielleicht ruft noch jemand eine wichtige Angelegenheit an. Ja, es wäre dem Lümmel durchaus zuzutrauen. Oh, seien Sie doch nicht so streng gegen den jungen Mann. Er hat so eine sympathische Stimme gehabt. Täuschung, gnädige Frau, nur Täuschung. Er will ja nichts weiter, als dass ich Ihnen meine Operette vorspiele. Irene, und das halten Sie für das Zeichen eines schlechten Charakters? Oh ja. Da kann ich Ihnen nicht so ohne weiteres beipflichten. Dazu müsste ich erst Ihre Operette gehört haben. Na, so schlecht ist sie ja nun wiederum nicht. Ich bin immer dafür gewesen, mir meine eigene Meinung zu bilden. Naja, aber für den Text bin ich nicht verantwortlich. Das Beste ist, ich singe ihn überhaupt nicht, sonst schmeißen Sie mich am Ende noch raus. Na, so schlimm wird es wohl nicht sein. Auf Ihre Verantwortung. Schöne Frau, leg ab dein Kleid. So heißt der Text. Und sei heute Abend mein Modell. Möchte dich gern malen. Wie dich könnte ich vielleicht doch einen Blick auf den Text werfen? Sehen Sie, ich hab's ja gewusst. Ich hab's auch dem Andreas, so heißt nämlich der Bengel, der den Text verbrochen hat, gleich gesagt. Aber er steht auf dem Standpunkt, Operettentexte müssen frivol sein, sonst frisst sie das Publikum nicht. Sagen Sie mal, ist das die ganze Operette? Nein, natürlich nicht. Aber ich dachte, Sie hätten nach der Kostprobe schon genug. Ich habe hier noch, ganz zufällig, selbstverständlich, das große Lied aus dem zweiten Akt. Wenn Sie... Aber ich bin für Arbeitsteilung. Ich spiele, Sie singen. Den Text? Wir sind ja über das Schlimmste hinweg. Also bitte. Ich bin heut frei, meine Herren. Wer ist so frei, meine Herren? Und lädt mich ein zum Glas Wein und auch so eine Liebelei, meine Herren. Ich bin nicht kühl, meine Herren. Verspreche viel, meine Herren. Und wer voll Mut ist und wer mir gut ist, der kommt zum Ziel, meine Herren. Ja, eine Frau wie ich, die möchte nie allein sein. Und wenn mir einer gut gefällt, dann will ich sein, sein. Hübsch ist das. Ich bin heut frei, meine Herren. Was ist dabei, meine Herren? Meine Herren, das hört ihr doch gern von uns. Ich bin heut frei, meine Herren. Wer ist so frei, meine Herren? Und lädt mich ein zum Glas Wein und auch zu einer Liebelei, meine Herren. Ich bin nicht kühl, meine Herren. Verspreche viel, meine Herren. Und wer voll Mut ist und wer mir gut ist, der kommt zum Ziel. Was meinen Sie, was mich diese Verbindung für Nerven gekostet hat? Nein, ich will niemanden sprechen, ich will nur hören. Nicht wahr, meine Herren? Das hört ihr doch gern von uns.
Das ist ein historischer Moment. Der hochbegabte junge Komponist Axel Bernd spielt zum ersten Mal vor berufenen Ohren aus seiner neuen Operette. Text Andreas Hansen. Ich finde nicht, dass Sie Freund einen so schlechten Charakter hat. Auch ein gut gemeinter Freundschaftsdienst, gnädige Frau, kann aufdringlich sein. Aber Ihre Musik gefällt mir. Es wäre schade, wenn ich sie nicht gehört hätte. Können Sie mir nicht Ihre Partitur geben? Ich möchte mich dafür einsetzen. Sagen Sie das noch einmal. Ja, ich will mich wirklich dafür einsetzen. Nein, ich meine, dass Ihnen meine Musik gefällt. Ja, sie gefällt mir sogar sehr gut. Wunderbar. Und jetzt haue ich ihm Andreas sämtliche Knochen in Leib. Wo wollen Sie denn hin? In mein Speisezimmer? Ist das die Möglichkeit? Jetzt ist mir der Erfolg schon zu Kopf gestiegen. Und was ist mit der Partitur? Nicht nötig. Meine Musik gefällt Ihnen. Das genügt mir. Ich danke Ihnen. Rombach Verlag? Einen Moment hier, Frau. Bitte. Axel Bernd, Komponist. Hast du es? Der Werner. Hallo, Vera? Ah, schönste, allerschönste. Was verschafft mir das seltene Vergnügen Ihres Anrufs? Ich möchte Sie um etwas bitten. Das ist aber reizend von Ihnen. Aber selbstverständlich. Sie wissen doch, für Sie tue ich alles. Denke doch, dass du es einzig und allein mir zu verdanken hast, dass du der Wagen vorspielen durftest. Deswegen bin ich ja hier, du Hund. Wenn du mich umgemacht hast, dann ist dir wieder leid. Und du findest nie wieder einen so begabten Text nicht erwidrig. Erinnere mich nicht an deine Texte, du Scheusal. Ich bin errötet, als ich einen davon einer Dame vorspiele. Warum denn so eine Aufregung? Hör mal zu mir, wenn die Texte nicht gefallen, schmeiß ihn weg. Ich mach dir einen neuen. Dafür wirst du kaum Gelegenheit mehr haben. Aber sie war bezaubernd. So etwas von Liebenswürdigkeit, sage ich dir, genau wie ich es mir vorgestellt habe. Du gestatte mal eine kleine Zwischenfrage, die auch sehr wichtig ist. Wie hat ihr unsere Operette gefallen? Hervorragend. Sie wollte sogar die Partitur haben, aber das... Mensch, Axel, wir sind gemachte Leute. Lass mich ausreden, das kommt natürlich nicht in Frage. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Natürlich ist es mein Ernst. Denn erstens lasse ich mich durch eine Frau nicht protegieren und zweitens, selbst wenn ich es wollte, hast du es mir durch deine dämlichen, penetranten Anrufe unmöglich gemacht. Noch dazu bei einer Frau, die ich... Jurin, wie, du bildest dir doch nicht ein, dass du bei der Warden auch nur die geringste Chance hast. Halt du deinen Mund! Und kümmere du dich um deine eigenen Angelegenheiten. Ich weiß genau, was ich zu tun habe. Verzeihen Sie, meine Herren, wenn ich Ihre angeregte Unterhaltung störe. Ah, der junge Mann von gestern Abend mit dem überschüssigen Temperament. Ah, der Herr von gestern Abend, dem ich an den Wagen gefahren bin. Weigert sich die Versicherung für den Schaden, den die Umarmung verursacht hat, aufzukommen? Merkwürdigerweise diesmal nicht. Umso besser. Aber falls Sie hier und da wieder eines kleinen Anstoßes bedürfen, bin ich gerne bereit, Ihnen entgegenzukommen. Sehr liebenswürdig, aber ich verzichte, glaube ich, diesmal darauf. Obgleich man, wie ich sehe, durchaus die Chance hat, dabei mit einem blauen Auge davon. Blauen Auge? Humor hat er, du. Na, machst du bei mir. Sei doch vernünftig, Andreas, wir haben doch Besuch. Das könnte dir so passen, damit nachher mein Ärger verraucht ist und ich bei meiner sanften Natur nicht übers Herz bringe, der eine Runde zu... Darf ich Ihnen einen Vorschlag machen, meine Herren? Sie verschieben Ihre handgreifliche Auseinandersetzung, um mir zunächst einmal Gelegenheit zu geben, Ihnen zu erklären, weshalb ich eigentlich hier bin. Können Sie nicht das eine tun, ohne dass wir das andere lassen? Wie Sie wünschen. Zunächst einmal, mein Name ist Rombach. Ja, nee. Rombach? Was haben Sie gesagt, Rombach? Musikverlag Rombach? Ja. Vom Musikverlag Rombach. Na, das kann nur mir passieren, hol doch einen Stuhl. Ausgerechnet Ihnen muss ich an den Wagen fahren. Peinlich, peinlich, peinlich. Na ja, ein ausgesprochenes Pech, er ist sonst ein Meister am Steuer, ja. Bitte, Herr Rombach, nehmen Sie doch. Im Haushalt. Bitte, Herr Rombach, setzen Sie sich doch. Wieso denn peinlich, Herr Bernd? Sie vergessen ganz, dass Sie mir doch dadurch zu einer Umarmung verholfen haben. Ach, Sie sehen aber ganz so aus, Herr Rombach, als ob Sie den Zeitpunkt Ihrer Umarmung lieber selbst bestimmen. Außerdem haben Sie sich so charmant entschuldigt. So, hat er das? Das ist eigentlich sonst nicht seine Art. Ich wollte natürlich sagen, er ist eine sehr liebenswürdige Natur, nur etwas eigenwillig. No, und wenn sich das auch in seiner Musik ausdrückt, kann das nur nützlich sein. Ich habe gehört, Sie haben eine ausgezeichnete Operette geschrieben. Wenn Sie die Rechte noch nicht vergeben haben, bin ich bereit, mit Ihnen zu verhandeln. Was habe ich gesagt? Wahres Können setzt sich allein durch. Herzlichen Dank, meine Herren. Heute Nacht wollen wir den Teufel tanzen sehen. Heute Nacht, heute Nacht, heute Nacht. Heute Nacht soll etwas Tolles noch geschehen. Heute Nacht, heute Nacht, heute Nacht. Morgen früh wollen wir artig sein, aber jetzt wird nichts gemacht. Und vielleicht stellt sich sogar die Liebe ein. Heute Nacht, heute Nacht, heute Nacht. Ich glaube, wir sind auf einer falschen Probe. Das ist doch nicht unsere Operette. Mal gewisse Anklänge an meine Musik sind immerhin noch vorhanden.
Natürlich. Das ist ja die Szene, wo unser Held mitten in der Nacht mutterseelenallein auf der mondübergossenen Terrasse steht und sich endgültig zu dem Entschluss durchringt, die Freundin seines Freundes doch nicht zu verführen. Sehr nett. Da habe ich mir die ganze Geschichte etwas weniger lebhaft vorgestellt. Na, und der Sänger scheint auch nicht die moralischen Qualitäten unseres Helden zu haben. Wenn mich nicht alles täuscht, ist er emsig bemüht, das Mädchen gegen unseren Willen zu verführen. Na, bitte? Was habe ich gesagt? Er verführt schon. Dank Kaltwaschen, ganz gut. Wir gehen weiter. Umbau, Umbau. Wieder frei. Wer hat okay, das haben wir mal wirklich geärmt, dass Sie die Szene so spielen lassen wollen. Das stört uns ja die ganze weitere Entwicklung. Interessant, interessant. Finden Sie? Ja, das finde ich. Verlange, dass die Szene so gespielt wird, wie wir sie geschrieben haben. Herr, merken Sie nicht, Sie stören, Sie stören. Schreiben Sie, ich bitte aber auch die Musik. Bei Ihrer blühenden Fantasie wird Ihnen das ja wohl nicht schwerfallen. Beneidenswerte Ursprünglichkeit besitzt Ihr Schützling. Vergessen Sie nicht, was Sie mir versprochen haben. Guten Tag, Lilie. Guten Tag. Das ist aber nett von Ihnen, Herr Bernd, dass Sie gleich zur ersten Probe kommen. Sagen Sie, gefällt Ihnen etwas nicht? Etwas? Alles nicht. Ich möchte am liebsten meine Noten unter den Arm klemmen und damit nach Hause gehen. Man kommt sich hier bald vor wie ein Bettler. Ja, eben. Lieber Rombach. Ja. Sie sind ja die Leute zu uns gekommen und wir nicht zu Ihnen. Na. Wer kann denn so radikal sein? Sie wären wirklich imstande, Ihre eigene Zukunft kaputt zu machen, nur weil Ihr Stolz es nicht erlaubt, nur die kleinste Konzession zu machen. Ich hasse Konzessionen. Ich will damit nichts zu tun haben, jedenfalls nicht in den entscheidenden Augenblicken meines Lebens. Ich will alles oder nichts. Alles kann man nur erringen, wenn man Herr über sich selbst ist. Und nicht bei der ersten Gelegenheit gleich aus der Haut fährt. Zu allem Ja und Amen sagen. Es fühlen viele Wege zum Ziel. Man muss sich immer den Extremsten wählen. Es tut mir furchtbar leid, gnädige Frau, dass Sie nicht mit mir zufrieden sind, aber ich kann nun mal aus meiner Haut nicht heraus. Na, dann bleiben Sie ruhig drin und überlassen Sie alles andere mir. Vorausgesetzt, dass Sie Vertrauen zu mir haben. Zu Ihnen? Unbegrenzt. Na, dann kommen Sie und gehen Sie jetzt hübsch, brav nach Hause. Sonst wird es doch noch zu einer Katastrophe kommen. Und heute Abend erwarte ich Sie bei mir. Ich werde Ihre Widersacher ebenfalls einladen. Und wie ich Sie kenne, wird es Ihnen nicht schwerfallen, Ihre Gegner mit triftigen Gründen zu überwältigen. Also, bis heute Abend. Auf Wiedersehen. Donnerwetter, schon 23:30? Sie machen heute aber lange. Sagen Sie mal, Rombach, wie lange kann solche Regiesitzung dauern? Meinen Sie im Allgemeinen oder in unserem besonderen Fall? Da Veras besänftigende Gegenwart sicher verhindern wird, dass Autor und Regisseur sich gegenseitig erschlagen, ist das Ende gar nicht abzusehen. Na dann, Prost. Vorsicht. Sag mal, Liebling, den wievielten Cocktail trinkst du eigentlich? Reden wir nicht darüber. Die Kunst fordert Opfer. Oh, Vera setzt sich aber wieder mal verteufelt für ihren Schützling ein. Verdächtig, verdächtig. Ja, es fängt langsam an aufzufallen, nicht wahr, meine Herren? Ach, gehen Sie. Eine Frau wie Vera denkt doch gar nicht daran, ihre Selbstständigkeit aufzugeben. Das weiß ich doch leider am allerbesten. Oh, dann scheinen Sie nicht der Richtige gewesen zu sein. Die Frau möchte ich sehen, die Nein sagt, wenn der Richtige kommt. Aber Axel Bernd halten Sie für den Richtigen. Unter Umständen ja. Also der fügt sich bestimmt nicht Veras absurden Bedingungen. Dieser Junge hat Haare auf den Zähnen. Umso besser. Und diese Bedingungen würden mich auch interessieren. Kompletter Unsinn. Sie will theoretisch ein Kind ohne Mann. Da sie aber praktisch kein Kind ohne Mann kriegen kann, braucht sie vorübergehend einen Mann, um das Kind zu kriegen. Verstehen Sie? Hallo, hallo. Du kannst wohl auch deinen Mund nicht halten, was? Charmanter Einfall. Ich hoffe, Vera wird sich mit einem Kind begnügen. Andernfalls dürfte die ihr vorschwebende Ideallösung zu unabsehbaren Komplikationen führen. Na also, alles in Ordnung. Ja, natürlich. Dramaturgisch ist es ausgesprochener Käse. Ja, besser wie das in dem dritten Akt. Ja, es muss natürlich gut gespielt werden. Hört's mal, wie meinst du das? Na sehen Sie, Axel. Sie erreichen ja genau dasselbe, ohne mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Ja, aber nur, weil Sie mir dabei geholfen haben. Aus rein künstlichem Interesse? Natürlich, nur... Oder hätten Sie was anderes gedacht? Gehofft. Nämlich? Na, dass Sie vielleicht ein klein wenig, sagen wir schon, menschliches Interesse an mir hätten. Und wenn ich das hätte? Vera! Axel! Schade, dass Sie die Waren sind und ich nur so ein... Na, so reden wir nicht davon. Ist das ein Hinderungsgrund? Der triftigste, den ich kenne für einen Mann, der... Der... Vera. Axel. Ne? Der sich um eine Frau bemüht, die er verehrt. Ich würde ihm raten, es trotzdem zu versuchen. Meinen Sie? Mhm. Und können Sie mir auch die Frage beantworten, warum die Frau Ja sagen sollte?
Nehmen wir an, dass auch Sie einen triftigen Grund dafür hätte? Sind Sie ganz sicher? Todsicher. Ich kann mir die Grund zwar nicht erklären, aber ich bin fest entschlossen, alle Konsequenzen aus dieser Sachlage zu ziehen. Fachsimpelt ihr noch immer? Sie waren gerade dabei, auf ein anderes Thema wiederzugehen. Interessant. Sehr interessant. Also gewissermaßen Elefant im Porzellanladen. Unsere angeborene Höflichkeit verbietet etwas derartiges auch nur zu denken, lieber Rolf. Ihr entschuldigt mich einen Moment. Eine bezaubernde Frau, nicht wahr? Ich freue mich wirklich, dass sie Ihnen gefällt und dass sie ihr gefallen. Kurz, dass ihr euch beide gefallen. Seid ihr euch schon einig? Ich glaube schon. Und hat sie Ihnen gesagt, was sie will? Doktor, nehmen Sie mir es nicht übel, aber Sie sind entwaffnet. Also, Sie wissen alles und sind einverstanden? Ja, warum denn nicht? Tja, das hätte ich nicht erwartet. Jetzt wird gleich meine Frau singen, ich kenne sie. Da gehe ich auf die Terrasse und trinke einen Schnaps. Kommen Sie mit? Gleich. Es war aber selbstlos von dir, Werner, einem so zielbewussten jungen Mann in den Sattel zu helfen. Der hat alle Chancen, das Spiel zu gewinnen. Das kann Werner als Verleger doch nur recht sein. Leider decken sich Geschäfts- und Privatinteressen nicht immer, nicht wahr? Heute Nacht wollen wir den Teufel tanzen sehen. Heute Nacht, heute Nacht, heute Nacht. Heute Nacht muss etwas Tolles noch geschehen. Heute Nacht, heute Nacht, heute Nacht. Heute Nacht. Sagen Sie mal, Doktor, was haben Sie mich eigentlich vorhin gefragt? Ob sie Ihnen alles gesagt hat? Prost. Prost. Ja, natürlich hat sie mir jetzt alles... Jetzt kommt es darauf an, dass Sie sich behaupten. Ist doch klar, eine Frau wie Vera hat natürlich ihre eigenen Ansichten über die Ehe. Klug ist sie, hübsch ist sie, Geld verdient sie und Verehrer hat sie mehr als genug. Nur ein Mann war bisher noch nicht darunter. Ich meine, einer, der überlegen ist, der die Faxen austreibt, die sich in den Kopf gesetzt hat. Denn ich war es doch, ausgesprochener Unsinn, die Sache mit der Scheidung nach dem ersten Kind. Sie müssen ihr zeigen, dass ein Mann kein Mittel zum Zweck ist, sondern ein lebendiges Wesen, das seinen eigenen Willen hat, wenn es sein Herz verschenkt. Das sind wir doch unserem Selbstgefühl schuldig. Das kann man wohl sagen. Komisch, nicht? Ich hab auch gelacht, als mir Vera zum ersten Mal diesen Unsinn ernsthaft auseinandergesetzt hat. Dabei finde ich es gar nicht so komisch. Sie werden sie klein kriegen. Sie heiraten sie und beweisen ihr, dass wir Männer uns nicht für verrückte Theorien missbrauchen lassen. Darauf können Sie sich verlassen. Bravo! Wo ist denn Axel? Vielleicht muss er sich von seiner eigenen Musik erholen. Überwältigt von seinem Glück ging er nach Hause. Liebe Vera, ich gratuliere dir. Ein prächtiger Mensch. Billige deine Wahl. Wie war das bitte? Ich höre wohl nicht recht, Vera. Du kapitulierst. Komm, lass dich umarmen. Das kam ja so plötzlich. Aber nicht wunderbar. Veras Verlobung, das muss gefeiert werden. Aber Kinder, so weit ist es ja noch gar nicht. Axel hat mir alles gestanden. Wer hält die Rede vielleicht darum macht? Herr Doktor, dann darf ich Sie bitten. Mit Ausdruck flüssig, aber dennoch fern. Kapelle, Tusch. Liebe Vera, du liebst das aparte Einmalige. Wir wissen es und bewundern es an dir. Aber heute hast du dich selbst übertroffen. Eine Verlobung ohne Bräutigam, das war noch nicht da. Prosi! Bist du in der Blüte deiner Jahre plötzlich wahnsinnig geworden oder warum gehst du nicht ans Telefon?
Sag mal, hältst du es für möglich, dass eine Frau eine ausgemachte Bestie ist? Oh, bei Frauen ist alles möglich. Dann halt den Mund. Soll ich vielleicht einen Nervenarzt bestellen? Was ist eigentlich mit dir los? Was ist das für ein unqualifizierbares Benehmen? Gestern Abend läufst du einfach weg, kein Mensch weiß warum. Dann überlässt du es mir, irgendeine faule Ausrede zu deiner Entschuldigung erfinden. Und heute spielst du den wilden Mann und markierst den Beleidigten. Würdest du die Güte haben, mir mal mitzuteilen, was das alles zu bedeuten hat? Das geht dich einen Dreck an. So, na dann gestatte bitte, dass ich mich unter Hinweis auf ein berühmtes klassisches Zitat zurückziehe. Denn wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Ach so, ja, und dann habe ich noch vergessen. Hier ist der abgeänderte Text für Veras Lied im zweiten Akt. Wenn der hohe Herr vielleicht später noch gewillt sein sollte, ein Auge darauf zu werfen, bitteschön. Nicht in Ordnung zu sein, mein Herr. Und da ich dachte, es könnten Sie vielleicht ein paar nicht unwichtige Leute zu erreichen versuchen. Ich danke dir, dass du gekommen bist, Vera. Denn ich glaube, wir haben noch allerhand miteinander zu besprechen. Oh ja, mein Herr. Das kann man wohl sagen. Also, bitte? Ja, zunächst die Hochzeit. Willst du eine große Feier oder klein und intim mit den nächsten Freunden? Mit den nächsten Freunden. Standesamt genügt, oder? Standesamt genügt. Aha. Und darf ich die Presse verständigen? Aber Axel, warum willst du denn das alles jetzt schon wissen? Weil ich es Ihnen in allem recht machen möchte, Madame. Aha. Wann willst du heiraten? Bald oder später? Bald, bald, lieber Axel. Damit man schnell alles hinter sich hat. Ach, verstehe vollkommen. Hast du sonst noch irgendetwas, was du mir... Das wäre wohl alles. Ja. Dann habe ich noch eine sehr wichtige Frage. Sind Zärtlichkeiten gestattet oder... Aber Axel, was ist denn mit dir los? Schon gestern Abend... Verzeih, aber ich muss mich erst meine neue Rolle finden. Was für Rolle? Meine Rolle als Ehemann. Ich werde es dir nicht so schwer machen. Komm, mach Platz. Ich glaube, er hat sich Hoffnung auf Vera gemacht. Verstehst du eigentlich, Vera? Sie wird schon ihre Gründe haben.
Eine so kluge Frau weiß genau, was sie will. Ob die Ehe glücklich wird? Es kommt darauf an, was Vera unter Eheglück versteht. Ein entzückender Kerl, dein Herr Gemahl. Du bist zu beneiden. Na, du hast dich zu beklagen, nicht wahr? Hast du was? Nein, warum? Vorsicht. Meine Damen und Herren, böse Zungen behaupten, die Ehe sei eine Festung. Die, die drinnen wären, wollten brennend gerne wieder hinaus, während die, welche draußen sind, alles daran setzen, um hineinzukommen. Was nun unsere liebe Vera anbetrifft, so darf ich wohl als einer der besten Freunde des Hauses Warden Ihnen glaubwürdig versichern, dass bei ihr gerade das Gegenteil der Fall war. Wenigstens, was den zweiten Teil der Behauptung anbelangt. Trotz meiner begeisterten Propaganda für die Ehe beharrte sie in hässlichem Misstrauen gegen diese gesegnete Institution. Erst unserem lieben Axel blieb es vorbehalten, ihre anti-ehelichen, das ist ein tolles Wort, Grundsätze und Theorien zu überrennen und sie zu veranlassen, sich an der Praxis zu orientieren. Rosi! 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 Zur Verfügung. Stimmt das Licht oder? Eine gedämpftere Atmosphäre. Musik? Plattenspieler? Vielleicht sogar eine Platte von dir? Nein? Gut. Radio. So. Das dürfte die richtige Lautstärke sein. Tür los, die müssen wir morgen mal nachsehen lassen. Ja. So ähnlich hattest du dir die Dinge doch wohl gedacht, nicht wahr? Du sollst mit mir zufrieden sein, wenn du später einmal an mein kurzes Gastspiel zurückdenkst. Wenn du das alles ernst gemeint hast, was du eben gesagt hast, warum hast du mich dann geheiratet? Aus Neugierde? Ich wollte nur feststellen, ob du mich wirklich nur aus, sagen wir schon, gewissen Erwägungen heraus mit dieser Rolle betraut hast. Diese Frage, lieber Axel, will ich dir keine Antwort geben. Aha. Nein, wirklich. Du brauchst dich nicht zu bemühen. Gute Nacht.
Gute Nacht. Also das ist, der Text ist unmöglich. Unmöglich? Seit wann? Das finde ich aber gar nicht, liebster Axel. Operettentexte müssen ein bisschen sentimental sein. Das hat das Publikum gern. Na bitte. Seit Wochen geht es nun schon so, mal freundlich, mal kratzbürstig. Nun, die Wirkung der Flitterwochen auf die Menschen ist verschieden. Sind die nun glücklich? Es hat nicht den Anschein. Warum haben die denn geheiratet? Das hoffe ich dir morgen sagen zu können. Wie willst du das erfahren? Na, ich werde sie fragen. Sag mal, worauf wartest du eigentlich noch? Warum lässt du dich nicht scheiden? Ich wüsste wirklich keinen triftigen Grund, diese Quälerei noch länger fortzusetzen. Und der Erfolg deiner Operette ist kein triftiger Grund? Ach, die Operette. Was kann dir daran liegen, wenn sie mir schon gleichgültig ist? Ich pflege nun einmal begonnene Dinge ordnungsgemäß zu Ende zu führen. Sag doch lieber gleich programmmäßig. Ist es nicht völlig gleichgültig, wann wir uns scheiden lassen? Es ändert sich doch dadurch nichts in unseren Beziehungen zueinander. Ich möchte bis nach der Premiere warten. Warum soll man den Leuten unnützen Gesprächsstoff geben? Ich will einen Skandal vermeiden. Du musst dich schon bequemen, vor der Welt noch ein bisschen Komödie zu spielen. Verzeihung, störe ich das junge Eheglück? Aber keineswegs, kommen Sie ruhig rein. Nicht wahr, Liebling, wir freuen uns, ihn zu sehen. Aber, na, wieder Ärger gehabt mit dem Regisseur? Macht nichts, den ertränken wir heute Abend bei mir in einer Bowle. Wen? Den Regisseur oder den Ärger? Den Ärger, selbstverständlich. Das sollte eine offizielle Einladung sein. Ich hoffe, ihr kommt. Ich fürchte, nein, Romba. Vera und ich sind sehr abgespannt von den Proben. Und aber liebe Axel, wir können ihm doch nicht beide einen Korb geben. Wenn du müde bist, dann bleibst du ruhig gemütlich zu Hause. Und ich opfere mich und fahre ein Stündchen zur Werner daraus. Das ist eine großartige Idee. Ich habe nämlich eine Menge Leute zu mir eingeladen. Wo bleiben denn die vielen Leute, die Sie eingeladen haben? Stellen Sie sich das Pech vor. Die haben mir alle im letzten Augenblick abgesagt. Das ist so frech gelogen, dass sogar die Wände. Aber Sie werden lachen. Bleibe trotzdem. Findest du das nicht komisch, dass man Axel niemals antrifft, wenn man mal überraschend bei Vera vorbeigeht? Immer arbeitet der Junge bei sich zu Hause. Ist doch ein seltsames Benehmen für einen Flitterwöchner. Na, das wäre auch kein Mann für mich. Du, vom Rombach eigentlich ein dolles Stück und so im allerletzten Moment abzusagen. Ach Gott, jetzt sitzt man hier und weiß nicht, was man mit dem angebrochenen Abend anfangen soll. Das ist überhaupt ein Hallodri, dieser Werner. Der guckt doch hinter jeder Frau her. Ist auch nicht angenehm für Margret. Ich bin nur gespannt, wie lange sie sich das noch so mit ansehen wird. Dass das Unterhaltungsbedürfnis einer Frau doch nie größer ist als beim Anblick eines zeitunglesenden Mannes. Bravo, bravo. Wie schwatzhaft du heute Abend bist. Ich möchte nur wissen, ob alle Frauen so aufpeitschend auf ihre Ehemänner wirken wie ich. Na, Gott sei Dank, das Telefon. Endlich mal ein Mensch, der das Bedürfnis hat, sich mit mir zu unterhalten. Hallo? Ja, Axel! Das ist aber reizend, dass du anrufst, was? Nein. Ach du, ich hatte mich so gefreut, dort hinauszufahren. Und stell dir vor, jetzt hat uns dieser Rombach im allerletzten Moment ausgeladen. Was? Euch nicht? Komisch findest du das? Hallo, hallo. Hallo, Axel. Ausgetrennt.
Offensichtlich scheint es mit Axels Unterhaltungsbedürfnis auch nicht weit her zu sein. Du! Oh, aber Liebling! Herr ist nicht im Haus. So, wollen wir mal nachsehen? Vielleicht finden wir ihn doch. Keine Lust? Na, dann suche ich allein. Bin ich, Liebling? Sehe ich, Liebling. Komm, da. All die vielen Leute schon weggegangen? Ja, sind alle schon weggegangen. Unverständlich, völlig unverständlich, wo es doch immer so gemütlich bei Ihnen ist, nicht wahr, Liebling? Mhm. Was trinkt ihr denn da? Es sieht ja so gut aus. Ein Glas, bitte. Na, kleines Fräulein, habe ich Ihnen zu viel gesagt? Manchmal findet man sogar Leute, die nicht zu Hause sind. Was hast du denn, Liebling? Ich bin überzeugt, Rombach hat höchstes Verständnis für unser junges Glück. Nicht wahr, Rombach? Ja, gewiss. Wir müssen jetzt gehen. Ich habe leider vergessen, Ihnen zu sagen, dass ich Axel gebeten hatte, mich abzuholen. Sie wollen wirklich schon gehen? Ja. Flitterwochen, lieber Rombach, Flitterwochen. Das müssen Sie verstehen. Nochmals vielen Dank für den reizenden Abend, lieber Rombach. Es ist wirklich nett bei Ihnen. Die allgemeine Begeisterung der Damenwelt ist durchaus verständlich. Ja, was ist denn nun, Liebling? Fährst du mit mir bei mir oder fahre ich mit dir bei dir? Ich fahre mit meinem Wagen. Aha. Umso besser. Rombach, dann treiben Sie die Liebenswürdigkeit auf die Spitze und schicken Sie mir bitte meinen Mucki Monfri durch den Chauffeur in die Stadt. Okay. Gut, dass ich dich noch getroffen habe, Liebling. Vielleicht hättest du schon weg sein können, wie die vielen anderen Leute, die Rombach ebenfalls eingeladen hatte. Auf Wiedersehen, Werner. Maria. Findest du nicht, dass du eben zu weit gegangen bist? Ich? Wieso? Ich würde am liebsten noch viel weitergehen. So dürftest du wohl kaum Gelegenheit finden. Ach, sieh mal da oben. Der große Bär hat heute nur 6 Sterne. Und? Aber ich hätte geglaubt, dass die Weltwirtschaftskrise solche Formen annehmen würde. Der Bengel hat natürlich seinen 7. Stern versetzt. Das ist ja ein tolles Ding. Ja. Nanu? Was ist denn mit deinem Wagen los? Da ist doch irgendetwas nicht in Ordnung. Das scheint mir auch so. Die Panne möchte ich sehen, die mir auf die Dauer widerstehen soll. Reg dich nicht auf, Liebling. Verzeih. Ich reg mich ja gar nicht auf. Ich habe vollstes Vertrauen zu deiner Findigkeit. Daran tust du recht. Siehst du? Noch besser gewesen, wir wären mit Mucki gefahren. Er hätte uns nicht so heimtückisch im Stich gelassen. Aber keine Angst. Die Lage ist zwar ernst, aber flüssig. Wie meinst du das? No, das ist so eine diplomatische Bezeichnung für eine Situation, die zu 99% hoffnungslos ist. Was hat mir noch gefehlt? Tja. Bis das nächste vorüberfahrende Auto uns mitnimmt, wie wir es mit einer kleinen Mondscheinpromenade, Frau Bern? Warum nicht? Gut. Still hier. Mhm. Komm. Setzen wir uns. Willst du stehen bleiben, bis der nächste Wagen vorbeikommt? Oder hast du etwa Angst, dich neben mich zu setzen? Warum sollte ich Angst haben? Vera. Axel. Ich habe einmal eine Theorie gehabt, an die ich fest geglaubt habe. Dann lernte ich dich kennen. Die war bereit, sie dir zuliebe aufzugeben. Vera. Aber dann, mein Freund, kam unsere Hochzeitsnacht. Seitdem bin ich wieder reumütig zu meiner alten Theorie zurückgekehrt. Also, warum sollte ich vor dir Angst haben? Bitte? Komm. Gehen wir. Wohin? Ich sehe noch keinen Wagen. Oder willst du hier herumstehen, bis einer vorbeikommt?
Setz dich doch. Oder hast du Angst? Komm, sonst fahre ich allein. Aber Axel, du vergisst die Panne. Oder hat sich plötzlich herausgestellt, dass sie die nicht wieder stehen kann? Der große Bär ist wieder zu Geld gekommen. Er hat seinen 7. Stern ausgelöst. Die Lage bleibt zwar weiterhin ernst, doch scheint sie mir bedeutend flüssiger geworden zu sein. Das Benzin fließt wieder. Meine Frau verhöhnt mich. Ganz offen. Ich halte es nicht länger aus. Inwiefern verhöhnt sie dich? Na ja, zum Beispiel gestern Abend. Ich fahre mit ihr in ihrem Wagen nach Hause und ich will gerade... Aber warum erzähle ich dir das alles? Das geht dich ja gar nichts an. Na, erlaube, wenn du dich scheiden lassen willst, muss ich ja Gründe angeben. Das Gericht will ja schließlich wissen, was du nicht mehr aushältst. Ja, aber das muss doch jeder einsehen. Ich liebe meine Frau und ich wünsche nicht, von ihr verhöhnt zu werden. Das ist ganz klar. Du liebst sie und deshalb willst du dich von ihr scheiden lassen. Ja, natürlich. Wenn ich sie nicht lieben würde, würde mich das ja alles nicht interessieren. Verstehst du das? Natürlich, ich verstehe vollkommen. Liebe raubt auch den Männern jede Logik. Lass mich nur mit deiner Logik in Ruhe. Du bist überhaupt an allem schuld. Wieso ich? Ich war es doch, der dir geraten hat, deine Ehe nicht unter falschen Voraussetzungen einzugehen. Stimmt, zugegeben, ja, aber du hast mir mal diesen Floh ins Ohr gesetzt. Entweder hättest du mir überhaupt nicht sagen dürfen oder hättest mir nicht zureden dürfen, eine Frau, die ich liebe, zu heiraten. Die Geschichte wird zusehends verwickelter. Eben, aber nur sieh zu, wie du damit fertig wärst. Ich werde nicht damit fertig. Jetzt ist mein beruflicher Ehrgeiz geweckt. Du bist entweder in 4 Wochen geschieden oder glücklich verheiratet. Also wenn ich so überlege, was Rolf im Laufe der Ehe aus mir gemacht hat, dann verschlägt es mir direkt den Appetit. Mmh. Ist ja lecker. Du kannst mir nicht das Rezept verraten? Ich bin überzeugt, Rolf isst das auch sehr gerne. Keine Spur von Konsequenz. Du bist ja genau wie die anderen Frauen. Aber Liebling, was heißt denn Konsequenz? Ich bin verheiratet und man kann nur eins von beiden. Entweder man ist konsequent oder man ist verheiratet. Dann darfst du dich aber auch nicht beklagen. Ich mich beklagen? Ich denke doch gar nicht daran. Ich bin doch riesig glücklich und ich finde Rolf großartig, so wie er ist. Du, überhaupt, wenn ich dir erzählen sollte, was mich das für Mühe gekostet hat, ihn so hinzukriegen. Vera, das hätte ich mit Konsequenz nie geschafft. Überhaupt, lass mich bloß zufrieden mit deinen konsequenten Frauen. Du, die sind mir ein Gräuel. Hast du jemals eine konsequente Frau erlebt, die in der Lage ist, einen modernen Hut richtiggehend aufzusetzen? Ganz zu schweigen von der Fähigkeit, einen Mann auf die Dauer zu fesseln. Ob ich verstehe, einen modernen Hut richtig aufzusetzen, wage ich nicht zu entscheiden. Aber dass es mir gelingen wird, auf die Dauer einen Mann zu fesseln, davon bin ich überzeugt. Wollt ihr euch nun wirklich scheiden lassen? Ja, ist alles eingeleitet. Bin wieder zu haben, Margret. Gutmütiger, gesunder junger Mann mit leicht lädiertem Herz, sucht Bekanntschaft, netter junge Dame, zwecks Gedankenaustausch. Bei gegenseitiger Sympathie, spätere Heirat nicht ausgeschlossen. Wäre zu überlegen. Na, und was hast du zu bieten? Seit 3 Jahren 21, gemütvoll, mit Sinn für behagliche Häuslichkeit und hübschem Eigenheim, vom Leben ein bisschen enttäuscht, möchte sympathischen jungen Mann, der Familienglück ersehnt, verständnisvolle Kameradin sein, Beruf, Nebensache, Geldinteressen ausgeschlossen. Und hübsche Beine. Wie wohl das tut. Na, ein paar kleine Überraschungen möchte ich mir für später vorbehalten. Kauf aber nicht gerne eine Katze im Sack. Vertrauen gegen Vertrauen, sonst lassen wir die Sache lieber. Na, wie steht's mit der Sympathie? Vorhanden, vorhanden. Und wie steht's bei Ihnen damit? Danke. Der junge Mann hat mir schon seit der ersten Begegnung recht gut gefallen. Na, also, dann sind doch alle Voraussetzungen gegeben, dass die jungen, hoffnungsfrohen Menschen heute Abend in der Majestic Bar treffen und sich ineinander verlieben. Einverstanden? Einverstanden. Wie geht es, Allerschönste? Danke. Ausgezeichnet. Das freut mich. Herr Verleger. Herr Komponist. Ist aber sehr hübsch. Das fand Axel auch. Das interessiert mich nicht. Aber mich? Was machst du denn heute Abend? Warum willst du mit mir ausgehen? Ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Aber leider, leider habe ich ausgerechnet heute Abend eine wichtige geschäftliche Verabredung. Oh. Wiedersehen. Na, sieh mal an. Für das ja allerhand. Seit 5 Jahren versuche ich vergebens, meinen Mann dazu zu überreden, sich einen Nachmittag freizumachen. Und ausgerechnet in diesem Moment erscheint er, um unsere vielgepriesene Konsequenz durch Inkonsequenz Lügen zu strafen. Deine Schlussfolgerungen sind wie gewöhnlich falsch, Liebling. Ich bin nicht zum Vergnügen aus dem Büro weggegangen. Ach so, wieder einmal auf Anti-Scheidungspropaganda unterwegs. Du, na, hoffentlich bleiben die Leute halsstarrig. Ich brauche dringend einen neuen Hut. Ach, du hast alle Aussichten, ihn zu bekommen. Etwas Halsstarrigeres als Vera und Axel ist schwer zu finden.
Jeder hat Angst, es könnte meine Perle aus der Krone fallen, wenn er ein kleines bisschen nachgäbe. Ich halte nichts vom Nachgeben. Wenn man nämlich erst damit anfängt, ist man unwillkürlich klein wie ein Gartenzwerg. Und das ist offen gesagt gar nicht nach meinem Geschmack. Ja, ich kenne deine Ansichten, Vera. Aber trotzdem glaube ich, dass einer Frau das Beste verloren geht, wenn sie nicht einen Mann findet, der ihr überlegen ist. Na, dann habe ich ja mit Axel besonders Glück gehabt. Er lässt in dieser Beziehung nichts zu wünschen übrig. Und er behauptet von dir dasselbe. Und darum hat er mich gebeten, die Scheidungsklage einzureichen. Das ist nicht wahr. Tja, leider ja. Und die Gründe, die er anführte, waren juristisch durchaus triftig. Und triftige Gründe ist der Axel nie in Verlegenheit gewesen, wenn es darauf ankommt, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Ich denke gar nicht dran, mich scheiden zu lassen. Ich liebe ihn. Und das würde ich auch vor Gericht erklären. Ich fürchte, das wird nicht viel nützen. Das Gericht hat nämlich die Marotte, sich aufgrund von Tatsachen ein eigenes Urteil bilden zu wollen. Es wird Axel Recht geben und die Scheidung aussprechen. Das verstehe ich nicht. Kann ich dafür, wenn Axel sich einbildet, dass ich ihn nicht liebe und dass ich an ihm nur eine Theorie ausprobieren will? Hat eben kein Vertrauen zu mir und das beleidigt mich. Was nützt es mir zu wissen, dass er mich liebt, wenn er von mir immer nur verlangt, dass ich nachgeben soll? Liebe Vera, man kann in deiner Situation zwei Dinge tun. Entweder man nimmt auf seinen gekränkten Stolz Platz und sieht beleidigt zu, wie das Lebensglück zum Teufel geht. Eine Haltung, die ungemein beliebt ist, die Axel todsicher einnimmt und zu der auch du neigst. Oder man überwindet sich selbst, lässt alle verletzte Eitelkeit beiseite und tut das, was das Herz für recht erkannt hat. Ich persönlich würde das Letzte wärmstens empfehlen. Na? Die Befürchtung, dass man sich dabei demütigt, ist völlig abwegig. Ganz im Gegenteil, man wächst über sich hinaus. Der Volksmund sagt, der Klügere gibt nach. Ich möchte behaupten, dass es der Weisere ist. Und einem solchen Mann soll man mit Konsequenz kommen. Weißt du was, Liebling? Liest du nur ruhig weiter deine Zeitung und schnörgele nach Herzenslust. Ich bin inkonsequent genug, dich unentwegt weiterzulieben. Könntest du vielleicht deine Liebeserklärung etwas vertagen? Ich dachte, wir hätten im Moment Wichtigeres zu besprechen. Liebes Kind, das Wichtigste im Leben einer Frau ist immer noch die Liebe. Hm? Deine Schlussfolgerung ist ausnahmsweise einmal richtig, Schatzi. Och, Kinder, ihr macht mich ja langsam wahnsinnig mit eurem Geturtel. Wenn du mehr mit Axel geturtelt hättest, brauchtest du jetzt nicht wahnsinnig zu werden. Ich war ja zum Turteln aufgelegt. Nur Axel wollte nicht. Daran bist du doch selbst schuld, liebe Vera. Es gehört zu den Unfreundlichkeiten des Lebens, dass uns für alles die Rechnung vorgelegt wird. Und dann nützt es gar nichts zu erklären, dass man nicht bezahlen will. Du hast den großen Fehler gemacht, Axel zu unterschätzen. Er ist ein ganzer Kerl, und das weißt du. Schade, ihr hättet gut zueinander gepasst. Meinst du wirklich, ich sollte nachgeben? Versuch es. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Es gefällt ihm nicht, dass wir getrennt wohnen. Ich werde zu ihm ziehen. Seid aber hoch und bei dir. Fünf Treppen hoch und gehen Fahrstuhl. Damit hätten wir ja nur geschafft, Herr Doktor. Ist das alles oder kommt noch was nach? Hier bin ich, Liebling. Ja, das sehe ich. Willst du nicht den Männern da was? Bitte? Ach so, ja. Danke sehr. Na, freust du dich, dass ich gekommen bin? Ja, riesig. Sag mal, hat Rolf nicht mit dir gesprochen? Doch. Verstehe ich aber nicht. Och, das ist doch ganz einfach. Ich habe deinetwegen meine Theorien über den Haufen geworfen. Eine Frau gehört zu ihrem Mann. Und da dachte ich... Du dachtest reichlich spät, liebe Vera. Darf ich? Bitte. Vera Bernd. Moment bitte. Wieder einmal ein wichtiger Anruf für dich. Eine Dame wünscht dich zu sprechen. Hallo? Ja. Ja? Zufällig? Nein, nein, nur das hat nichts zu sagen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie eifersüchtig Werner war. Kann ich mir vorstellen. Aber nein, es bleibt dabei. Aber nicht warten lassen. Freust du dich? Riesig. Bis nachher. Gehst du aus? Ja. Wer war denn das? Ein Freund von mir. Höflich bist du gerade nicht. Wieso? Du kannst mich doch nicht hier ganz einfach allein lassen. Warum nicht? Du hast dich hier ja häuslich eingerichtet. Mach es dir nur bequem. Aber auf mich musst du leider verzichten. Ich bin verabredet und muss pünktlich sein. Wenn ich vor einem halben Jahr prophezeit hätte, dass ich am Vorabend meiner Premiere nicht glücklicher sein würde als jetzt,
Dann hätte ich Gladbeck einen Lügner genannt. Nur Mut, Axel. Es ist doch nicht aller Tage Abend. Weißt du vielleicht noch etwas, das in diese Situation hineinpasst? Vielleicht. Jeder ist seines Glückes Schmied. Weißt du, ich habe das dunkle Gefühl, als ob wir beide an der falschen Stelle schmieden. Dabei nicht aufhören, uns immer auf die Finger zu schlagen. Könntest du den Feuerhaken vielleicht einen Augenblick aus der Hand legen und deine geschätzte Aufmerksamkeit mir zuwenden? Warum? Ich denke, wir sind uns vollkommen einig. Ich übernehme die Schuld und liefere den Scheidungsgrund. Ich glaube, das ist der beste Weg, um zu verhindern, dass alle Intimitäten dieser Ehe ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden. Mehr kann Vera weiß Gott nicht verlangen. Abgesehen von etwas mehr Vernunft. Also gut, Rolf, ich konzitiere dir einen gewissen Mangel an diesem Artikel. Bist du nun zufrieden? Dein letztes Wort? Ich komme aus meiner Haut nicht heraus. Ach, mit euch Dickköpfen hat man schon seine Sorgen. Also, servus. Hallo, Axel. Na, sind die diplomatischen Beziehungen nun endgültig abgebrochen oder haben Vermittlungsversuche noch Aussicht auf Erfolg? Ja, ich glaube, Rolf, entschuldige mich, ja? Wiedersehen. Tag, Liebling. Tag, Schatzi. Du, der sah ja nicht gerade sehr übertrieben hoffnungsvoll aus. Willst du etwa schon das Geld für den neuen Hut abholen? Ach, ich fürchte, dieser Hut wird mir sehr wenig Spaß machen. Also, was habt ihr denn beschlossen? Axel gibt den Scheidungsgrund und in 4 Wochen wird die ganze Sache erledigt sein. Na, und darf man fragen, wie sich eine solche Komödie im Einzelnen vollzieht? Ganz einfach. Axel empfängt in seiner Wohnung einen Damenbesuch. Irgendein sympathischer Mitmensch nimmt die Sache zur Kenntnis. Die Dame wird als Zeugin geladen und verweigert nachher die Aussage. Ach, ist ja eine feine Dame. Und wer wird denn in Axels Fall diese Dame sein? Hm? Ja, das darf ich dir eigentlich nicht sagen. Ist ja auch völlig unwichtig. Wer ist es denn, Liebling? Kannst du einmal im Leben den Mund halten? Soll ich schwören? Um Gottes Willen, nein. Na, also wer? Margret. Margret? Na, und wann? Heute Nacht um 12 nach der Premiere. Na, und wer ist der sympathische Mitmensch, der diese ganze Sache zur Kenntnis nimmt? Andreas. Du, ich muss sofort zum Bridge. Auf Wiedersehen. Hallo. Aber... Na, selbstverständlich. Wir sehen aber bezaubert aus heute Abend. Hier steckst du, ich bitte um Entschuldigung, ja. Du Andreas, ich muss dich nach diesem Akt unbedingt sperren. Herr, 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 Was stehen Sie denn hier rum? Wer sind Sie denn eigentlich? Nur der Autor. So richtig, ja, ich flehe Sie an, Sie sind hier im Wege. Vorhang! Merken Sie nicht, dass Sie hier stören? Das Publikum scheint aber anderer Ansicht zu sein. Ein riesiger Volkern. Oft sehen die Männer uns gerne im Pelz und im großen Abendkleid. Oft sehen sie uns auch gern im Kostüm und im schlichten Straßenkleid. Mancher sieht uns gern im Dekolleté, mancher sieht uns gern im Negligé. Und was manche Frau da wagt, das ist sehr gewagt. Mancher Mann aber erblickt uns am liebsten gleich völlig hüllenlos. Manche Frau weiß das und macht ihn dann gern damit völlig willenlos. Aber wie sie auch aussieht und sich ansieht und aussieht, immer hört der Mann es gern, wenn sie sagt: Ich bin heut frei, meine Herren. Wer ist so frei, meine Herren? Und lädt mich ein zum Glas Wein und auch zu einer Liebelei, meine Herren. Ich bin nicht kühl, meine Herren, verspreche viel, meine Herren. Und wer voll Mut ist und wer mir gut ist, der kommt zum Ziel, meine Herren. Ja, eine Frau wie ich, die möchte nie allein sein. Und wenn mir einer gut gefällt, dann will ich sein, sein. Ich bin heut frei, meine Herren. Was ist dabei, meine Herren, denn wir sprechen.
auf den Kopf stellst. Ich nicht. Ich habe von deiner Art Arbeitszahlung genug. So. Du willst mich also im Stich lassen, wo du mir die ganze Geschichte überhaupt eingebrockt hast? Ich? Ausgerechnet ich? Natürlich. Also red keinen Unsinn. Du kommst nachher in meine Wohnung rüber und findest mich in Gesellschaft einer gewissen Dame. Und das dürfte wohl genügen. Na, sehr liebenswürdig von dir, dass du nicht verlangst, dass ich auch noch das Licht halte. Aber ich habe dir doch gleich gesagt, dass ich heute Abend keine Zeit habe. So, du hast keine Zeit. Ich habe Zeit. Ich sage dir, ich werde dir den ganzen Abend über nicht von der Seite weichen. Eine charmante Idee, die aber praktisch undurchführbar sein dürfte. So denn? Weil ich nämlich zu Axel gehe. Das verbiete ich dir. Meine zukünftige Frau hat bei fremden Männern nichts zu suchen. Alle Bilder hängen geblieben? Also scheint dein Antrag ernst gemeint. Ja, natürlich. Schön, ich werde ihn in freundliche Erwägung ziehen. Aber deswegen gehe ich heute Abend doch zu Axel, weil es nämlich für seine Zukunft sehr wichtig ist. Ja. Er will sich von Vera scheiden lassen und ich habe versprochen, ihm dabei behilflich zu sein. Vera, ich begreife dich nicht. Ich in deiner Situation, ich würde glatt weg zerspringen. Ich bemühe mich ja nur, das zu tun, was du mir gestern so warm empfohlen hast. Was denn? Habe ich dir warm empfohlen, ruhig zuzusehen, wie dich dein Axel mit einer wildfremden Person betrügt? Na, so wildfremd ist mir Margit nun wieder nicht. Und außerdem hast du ja selbst gesagt, dass ich mich Axel nicht aufdrängen kann. Ach ja, wenn du auch alles, was ich rede, wortwörtlich nimmst. Das hat Rolf nie getan. Du, Vera, ich an deiner Stelle, ich würde nicht locker lassen. Beharrlichkeit führt zum Ziel. Du bist ja auch dickfällig. Ach, du hast ihn eben nie geliebt. Oh doch, sehr sogar. Also dann verstehe ich dich nicht. Man versteht sich selbst zuweilen nicht. Von Margit, das soll ich gleich abgeben. Ah, danke schön. Bitte. Ach, das ist aber aufmerksam von Axel. Er schickt mir seinen Wohnungsschlüssel. Das finde ich nicht aufmerksam. Das finde ich im höchsten Grade unanständig. Sag mal, für wen machst du dich eigentlich so schön? Für jemanden. Bilde dir bloß nicht ein, dass ich mich an deinen finsteren Machenschaften beteiligen werde. Margit! Margit! Was kommt? Margret, du, ich finde es ja rührend von dir, dass du mir in so selbstloser, aufopfernder Weise helfen willst, aber der Dings da, der Andreas muss jeden Augenblick klingeln und hier reinkommen. Du kennst ihn ja, du weißt ja, wie indiskret er ist. Er bringt es ja sofort unter die Leute und das wäre doch sehr unangenehm. Nicht nur deinetwegen, sondern auch Veras wegen. Denn ich kann es dir hier ruhig sagen, ich liebe sie nun mal und Margret, sag doch was. Margret und ich haben uns geeinigt. Hoffentlich ist es dir recht. Es bleibt mir schon anderes übrig. Du hast doch eben noch versprochen, dich nicht um meine finsteren Machenschaften zu kümmern. Zieh dir auf der Stelle deinen Frack an, du Wüstling! Wenn du verspringst, ich zieh noch mehr aus. Wollen wir doch mal sehen, wer hier das Feld behauptet. Die Moral oder das Laster? Gigantischer Trottel, so gib doch endlich Ruhe. Ist alles in Ordnung? Ja, für dich vielleicht, aber nicht für mich. Ich klingle hier im Namen der guten Sitte. Aber Andreas, es ist wirklich alles in bester Ordnung. Was ist denn los? Nichts, wir haben uns nur ein bisschen gestritten. Worüber denn schon wieder? Über den Titel unserer nächsten Operette. Wie soll es denn heißen? Liebespremiere.